Ja, bei der Kulisse heute muss es natürlich auch auf dem Teller kaiserlich zugehen. Und dafür haben wir heute eine böhmische Spezialität für Sie. Livanzen mit Povidl und Topfencreme. Hätte die Kaiserin Sissi vermutlich nicht gegessen, denn Kalorien zählen sollte man bei dieser Speise nicht. Nostalgie wird hier großgeschrieben, sowohl was das Interieur im frisch renovierten Lokal am Meidlinger Tor angeht, als auch was die österreichischen Gerichte und böhmischen Schmankerl betrifft, die die Künstlerwirtsleute hier servieren. Heute koche ich Livanze nach einem alten Rezept von meiner Großmama mit Povidl und Topfencreme. Ein bisschen sind es kalorienreich, also man könnte sie direkt hier auf die Hüften streichen, aber sie schmecken köstlich. Für den Teig angewärmte Milch mit Zucker, Germ und etwas Salz vermischen und dann Eier, Vanillezucker und Mehl dazugeben. Und zwar sowohl griffiges als auch glattes Mehl. Das ist das Geheimrezept von meiner Großmutter. Ja, warum griffig und glatt? Weil sie hat gesagt, wenn man nur glattes Mehl gibt, dann wird es eher so bumstig. Und das griffige Mehl macht das Ganze ein bisschen geschmeidiger, den Teig. So, und ganz am Ende, damit das Ganze geschmeidig wird, kommen noch 2 Löffelchen flüssiger Butter. Also hier könnte ich nicht singen, aber bitte ohne Fett. Das wäre wirklich furchtbar nett. 2 Stunden soll der Teig zugedeckt gehen, mindestens. Denn Hudeln und böhmische Küche passen nicht zusammen. Naja, die böhmische Küche ist eine Küche, die braucht ein bisschen Zeit und die braucht ein bisschen Geschmack und die braucht vor allem Können. Also man muss kochen können, so wie die Großmütter. Es war nicht umsonst, waren die Köchinnen in der Monarchie immer die Böhminnen. Zumindest die Topfencreme schaffen auch Kochneulinge. Dafür wird Topfen, Zucker, Zitronen- und Orangenschale, etwas Schlagobers und Rum und Vanillezucker vermischt und in einen Dressiersack gegeben. Und dann geht's ans Backen mit einer klassischen böhmischen Livanzenpfanne. Ich weiß nicht, ob man sie hier so leicht bekommt, aber man kann es natürlich auch machen mit einer Spiegeleiform, damit der Teig nicht auf der ganzen Pfanne zerrinnt. Die Form mit Öl und Butter einfetten, Teig hinein und die Livanzen pro Seite 2 bis 3 Minuten goldbraun herausbacken. Mit Povidl und der Topfencreme wird die Süßspeise angerichtet und, Kalorienzählen ist jetzt eh schon egal, noch einmal reichlich Staubzucker. Ich wünsche mit unseren Livanzen guten Appetit. Und so wie wir in Böhmen sagen, dobro chuť. Der Patrick und ich haben jetzt gerade gesagt, egal ob schwanger oder nicht, diese Livanzen von dieser wunderbaren Frau, die essen wir jederzeit.